Herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Conny und Basti. Hallo. Hi. Okay, letztes Mal ging es so ein bisschen um Artikel 13 und um den ganzen Streit herum. Diesmal Alter, ich hab mir die Videos angeguckt, ich dachte mir, Alter. Was Alter. Labern die da? War das falsch mit denen? Na, auf jeden Fall ist Basti jetzt wieder zurückgekehrt. Naja, ja, ich spiele mal mit, mal wieder. Ja. Ich habe mal wieder Zeit zum Spielen. Aber aufnehmen leider nicht. Ja, der, genau. Der hat nämlich schon so viel YouTube-Money verdient. Im Gegensatz zu uns. Der braucht da gar nicht mehr mitmachen. Der nimmt sich da jetzt vollkommen raus. Und ja, lässt nur noch uns zwei Deppen die Arbeit machen. Genau. So wie es halt richtig ist. So. Oh fuck, das war daneben. Ja, ja. Das war sehr daneben. Okay. So, was diskutieren wir heute? Generation Zero. Generation Zero, ja, stimmt. Keine schlechte Idee. Gibt's denn dazu diskutieren? Alle sagen, es ist toll. Game. Alle sagen, dass es toll ist? Ich habe keine Reviews oder ich habe auch noch kein Videomaterial gesehen. Also ich bin komplett ungespoilert sozusagen. Echt, ich habe von PietSmiet das gesehen. Die haben. Ja, ich weiß schon. Also ich weiß, dass es sowohl Gronkh als auch. Genau, bei HWSQ habe ich es gesehen. Aber das ist so gut. Ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nicht auseinandergesetzt weiter. Also ich weiß, worum es geht, so grundlegend, aber. Du wirst es lieben. Aber du wirst es lieben. Du wirst es lieben lernen. Du wirst es hart lieben. Hart. Richtig hart. Richtig ja. Hart. Mal wirst du es hart lieben, mal zärtlich. Okay. Aber du wirst es lieben. Na zum Glück. Ja, also wie gesagt, hier wieder erste Folge bei mir, zweite Folge dann bei Crolli, dritte Folge wird wieder bei mir sein, aber wird Basti mit dabei sein. Oder auch nicht. Aber er ist wir dabei. Wissen es nicht. Aber, ja, wir laden uns einfach neue Leute ein. Ja. Wie wär's? Basti ist uns zu langweilig geworden. Wie wär's mit PewDiePie? Ich kann einfach den Deal beenden, wenn ihr das wollt. Also, Alla. Nö, du musst ihn nicht beenden, aber es reicht, wenn du gehst. Wenn ich gehe, nehme ich den Deal mit. So. Ich bin dafür, wir laden uns einfach zum Spiel PewDiePie ein, weil, ne? PewDiePie, die Flasche. Ich finde den jetzt auch nicht besonders gut, aber der generiert Klicks. Jo. Ach so. Ja, halt 2-3 mehr, ne? Aber 2-3, ja. Auf die Menge kommt es auch nicht an. Ne? Okay. Habt ihr es ja bei Montana Black gesehen, wenn mir das gerade einfällt? Was? Der hat zwei, oder es gibt zwei Subkanäle, die sozusagen nicht in seiner Hand liegen, wo andere Leute einfach nur aus seinen Streams Sachen zusammenschneiden. Ja, richtiger Kevin und die Crew. Genau. Und die haben irgendwie insgesamt geschafft, im ersten Quartal irgendwie 23 Millionen Views zu generieren. Das schafft er selbst nicht mit seinem Hauptdings. Und. Das ist schon krass, oder? Da habe ich mir auch so gedacht: What the fuck? Also. Vielleicht gibt es ja schon Gecko Squad Best of Channel. Oh, und wir wissen davon gar nichts. Das wäre zu gut. Aber, nee, ich denke nicht. Ich wollte gerade sagen, ich tippe mal auf unwahrscheinlich. Aber wir könnten da ja mal ein paar Leute abstellen, hä? Die Leute, die Geld verdienen wollen mit uns. Ja, hä? Klar. Du bezahlst sie dann aber. Nö, die kriegen ja Anteile an der Views. Was für Anteile? Ihr kriegt Anteile von nichts. Das ist doch ein fairer Deal, oder? Ich finde das auch gut. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ne? Ja. Super Sache. Wir verdienen nichts. Ihr verdient nichts. Das ist eine Win-Win-Situation. Ja, das ist super. Ihr werdet es lieben. Wir werden es lieben. Wir werden es lieben. Badabababa. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nicht, dass wir gesagt. Was? Ich liebe es. Oh, das ist echt mal so eine interessante Idee oder so ein interessanter Gedanke. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt irgendein Lied anstimme, ein Wort sage und jeder von uns ein Wort weiter mit einem Wort weitergeht sozusagen im Satz? Wenn du das Lied erkennst, ist es trotzdem doof. Ja? Ja. Keine Ahnung, da hat sich bestimmt ja schon jemand auseinandergesetzt mit, aber ich habe davon ja keine Ahnung. Weil ich jetzt. Ist das jetzt eine Challenge gewesen? Ja, es war eine Challenge. Okay. Was singen wir? Es war eine Bank. Das gekühlter Pommelunder. Nein. Wenn sich das Wort fortsetzen setzt. Ach, egal. Was? I want it that way. Ach so. Oh, Scheiße.
dreistes Skelett? Scheiß, kack, dreistes. Oh, ich habe ja irgendwie Müll gemacht. Ja, wie immer. Ja, es war kacke und es war dreist. Habe ich es getötet. Weil es eine Bitch ist. Wie kann ich Ihnen helfen? Dem kannst du nicht mehr helfen. Nö. Sowieso nicht. Da kannst du ja keinem mehr helfen, Junge. Ja, alle bekloppt. Bruchstein, 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 Kies, Bruchstein, Diorit, Eisenerz. Diorit, Erde. Diorit. Erde. Meteorit. Diorit klingt irgendwie wie aus so einer Apothekenwerbung. Diorit. Stimmt, das könnte echt sein. Das könnte ein richtig schlechtes... Okay. Könnte ein gutes Medikament sein. Diorit für die stärkeren Tage im Jahr. Für die nicht so starken Tage im Jahr, meinst du, ja? Oh, das geht gar nicht so einfach, wie ich mir das hier vorstelle. Scheiße, ich hab kein Werkzeug mehr. Ja? Steichei? Oh, ist das GEMA geschützt? Steichei. Steichei. Ich glaube, es gibt nichts, was nicht mehr GEMA geschützt ist. Meinst du, dass sie wirklich... Meinst du, dass sie mit allem Geld machen wollen? Nee. Hallo? Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte... Ja, oh mein Gott, da stehen eine Hexe und drei Skelette auf einem Fleck, da gehe ich nicht hin. Doch, und Zombies kommen. Oh, jetzt geh hin. Noch, ja. Geh hin, geh kuscheln, los. Ja. Tu das, was Polly sagt. Kuscheln. Alle wollen kuscheln. Geht sterben. Bitch. Ich brauch noch einen Ofen mehr. Ja, dafür kann ich nicht. Echt? Bau dir einen. Hier oben stehen 1, 2, 3, die sagen ja nicht so viele Öfen hier stehen. Ja, weil es geht. So, das ist Ofen Nummer 2. So, da kommt er her. Warten wir mal, wenn es Tag ist, ich geh mal so lange ins Nether. Oh. Achtung, Leck. Achtung, Leck. Leck meine Ei. Oh, ist auch wieder GEMA geschützt. Scheiße. Was, leck meine Eier aus GEMA geschützt? Nein, aber das Lied dazu. Ja, du kennst das Lied gerade nicht, aber wenn ich jetzt den Interpreten... Ich bin gerade sehr froh, Tudo. Hey, das sind zwei unserer Favorite-Musiker. Wenn man das echt? Auch... Ja. Warum kenne ich das Lied denn nicht? Du wärst fast jetzt nach Dresden zum Konzert gefahren. Warum kenne ich es denn nicht? Ja, es ist ein Feature mit einem guten alten Guido. Guido Westerwelle. Ja, mit Westerwelles Guido. Ja, ja. Mit Westerwelles Guido. Da Westerwelles Guido. Das heißt ganz genauso, wie ich es gerade angestimmt habe, das Lied. Ne? Okay. Schatz, gehen wieder raus hier an Kai an der Stelle. Der alte... Besser, Schnucki! Bumsebirne. Hey, ich hab Bumsebirne genannt. Also, bei unserem Nether haben wir direkt eine Festung unten drunter, ne? Cool. Dann können wir ja auf jeden Fall mal, ich wollte noch die Etage zu Ende bauen. Können wir ja nächste Folge da mal reinhämmern, wenn ich wieder dran bin. Oder du kannst natürlich auch jetzt schon da drin rumpimmeln, wenn du das möchtest. Ich bin gerade nur ein bisschen am Erzfarm. Bisschen an Level sammeln, weißt du? Ja. Ist richtig. Wenn ich da runterfalle, bin ich auf jeden Fall tot. Sieht nämlich ziemlich heiß aus da unten. Heiß? Heiß. Oh. War wohl ein bisschen zu heiß, war. Oh, komm schon. Da bin ich fast runtergefallen. Don't do this. Ich? Don't do this to me. Ah. Ich hab gesagt, dass ich es mit dir tun will. Wie war das? Wie war das? Die Feuerbälle von diesen komischen Geistern könnte man wieder zurückschlagen mit dem Schwert, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Braucht man da nicht ein besonderes Schwert? Das wüsste ich denn nicht, ob man ein besonderes Schwert braucht. Da weiß ich doch nicht. Mal eine Frage. Oh, das ist wieder inkompetent hier schon. Zum Glück rede ich überhaupt mit euch beiden, ey. Ja, das will ich auch nicht. What the fuck? Oh Mann. Alter. Ich gehe lieber wieder nach Hause. Das ist mir hier viel zu unheimlich. Okay. Schweine. Hör mich auf anzugrunzen, sonst schlage ich dich tot. Geh mal bei der Mutti. Geh mal bei die Mutti? Nein. Hast ja dieses Bausystem.
Dann spielst du doch nicht. Okay. Ah, da ist er! Okay, jetzt komm, ja, jetzt mach dich weg. Komm, ja, Ju. Nee, du brauchst kein besonderes Schwert. Okay. Hm. Ah, Hilfe! Komm doch. Hilfe! Putz, Junge. Haben wir noch irgendwo Holz rumliegen? Okay. Das tat jetzt auch weh. Da musst du mal in der Holzfarm gehen, oder musst du Holz ja, holen? Ja, ich wollte auch Holz holen, aber da stand ein Feuer. Zurück zum Absender erledigt. Okay. Boah, Junge, gönn dir, ne? So, Basti, sendest du ja heimlich Pakete und wir wissen das nicht. Okay. Bin ja... Was hab ich jetzt aufgesammelt? Nicht. Oh, haltet mal eh gedrückt. Wo kommt denn jetzt dieser Kackzombi her? Oh ja, wunderschön. Soll ich nochmal Alt F4 drücken, vielleicht? Ja, versuch's doch. Aber du nimmst doch gerade auf, oder? Hier ist doch heller Licht. Wutze Fucke. Oh, das ist ein bisschen unsymmetrisch, was ich gefordert habe. Was soll's? Kommt noch daneben hier. Für Symmetrie hat mich keiner eingestellt. Oh, jetzt ist wieder hell. Sehr gut. Für Symmetrie habe ich mal eingestellt. Symmetrie ist aus. Also ich hab eine Gasträne. Eine was? Eine Gastträne. Eine Gastträne? Ja. Von einem Gast, ja. Ja, cool. Von diesen Geistern halt. Mhm. Die von diesen hässlichen, schwebenden Dreckswolken. Ja, aber ich weiß. Ich habe keine Axt. Oh Mann. Ich habe. Not enough wood. Oh shit. So. Wer lässt denn die Tür schon wieder offen? Ich bin's nicht, weil ich bin gar nicht da. Ich war gar nicht im Haus. Natürlich warst du das nicht. Nein, ich war diese Runde vor allen Dingen. Diese Runde? Oh, was ist denn hier? Firewall, ja, Zugriff zulassen. Alter, kann dieser Kack-Enderman hier mal Fliege machen? Keine Ahnung, ob der das kann, aber... Nein! Oh. Ich find's immer geil, wie Conny immer hart am Sterben ist. Ja. Alter! Derp. Du Kack-Creeper! Oh. Er hat das Skelett gleich mit getötet. Danke, Creeper! Aber erst Kack-Creeper sagen. Ist guter. Naja. So das haben die gewettet, ja. Die Creeper erst haben doch auch Gefühle. Erstmal hart beleidigen, die kleine Pussy, aber. Oh. Alter! Wie viel Was ist denn? Du wieder Creeper! Tja, die sind ja halt viele. Ich fühl mich hier leicht. Die sind halt horny. Enderman! Ah! Zombie! Wo bist denn du? Alter! Ja, ich hab mich hier ein bisschen weiter reingegraben und hab hier eine riesige Schlucht gefunden und. Das ist ein bisschen Action, du. Bist du unten in der Mine bei uns, oder was? Ja. Yes, ja. 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 Und stirb. Da habe ich schon einige Abenteuer erlebt. Wo kommen die ganzen Creeper her? Willst du mich verarschen? Ich hab die Schnauze voll. Nein, noch einer! Lauf! Ich glaube, Conny ist gleich tot. Nein, hier ist mein Bett! Nein! Lauf, Rudi, lauf. Ja, genau, er bleibt direkt neben meinem Bett stehen. So ein Arschloch. Komm. Du kleines Arschloch, komm. Du kleines Arschloch, komm. Dich fick ich heute richtig. Oh. Ja, ne? Das nenne ich mal Landschaftsbau hier. Ja. Wir müssen noch Landwirtschaftssimulator müssen wir auch mal noch spielen. Ist bestimmt auch witzig. Ja. Kannst du da mal richtig schön einen wegernten, du? Ich meinst halt richtig durchernten, ja? Oh, richtig. Verletzter Lachs, Alter. Scheiße. Ich kann nicht mehr, ey. Da läuft der Lachs. Okay. Oh. Ja, kack, Kriebel, ey. Gib mir Settlings. Da läuft der Lachs, da leicht der Dorsch. Nee, da läuft er. Mensch, du musst bei dir. Ich war gerade beim Dorsch, Junge. So. Kennst du Dorsch? Nee, wer ist das? Wer ist dieser Dorsch? Dein Vater. Er kennt meine Wahrheit.
erkennt meine Wahrheit. Sadorsch. Sadorsch. Was für ein Scheiß, ey. Beams Adorsch. Ja, warum, auch nicht, ne? Hier, zack. Es war ganz viel Licht hier hinbauen, so. Der endlich mal Ruhe eingekehrt hier in diesem Puff. Alter. Jetzt ist mal Ruhe im Puff. Echt mal. Im Puff? Mit da haben die Frauen Sendepause. Ui. Hoffentlich guckt das kein weiblicher Zuschauer hier. Ach, guckt doch eh keiner. Grüße gehen raus. Wir sind keine Sexisten. Nein. Wir sind einfach nur dumm. Vor allem Crolli. Wir lieben euch trotzdem. Manchmal. Aber nur manchmal. Okay, wir singen nicht weiter. Ja, ja, ich. Es artet schon wieder aus, ja. Ist ja so, ne? Manchmal kann man sie halt lieben, manchmal könnte man sie aber auch auf den Scheiterhaufen werfen. Oh, jetzt kommen wir Grundsatzdebatten hier. Was? Okay, Grundsatzdebatte. Neues Diskussionsthema heute. Sollte man die Hexenverbrennung wieder einführen? Oh ja. Oh. Worauf war das denn wieder jetzt bezogen? Ja, auf wen beziehst du das? Was? Ich habe deine Freundin noch im Raum? Ja, gerade nicht. Guckt sie diese? Ich werde ihr dieses Video zuspielen. Zuspiel? Gehörst du ja zu Wallraff und Kollegen oder was? Ja, natürlich. Die ihre Videos zugespielt bekommen. Oh, es schneit. Video nur mit, weil sie mich engagiert hat. Ach so. Damit hängt das zusammen. Crolli ist eigentlich der. Meinst du jetzt Ingame oder? Vielleicht. Ich weiß doch nicht. Alex mit deiner Marsch. Ich weiß es nicht. Ungern. Ein bisschen, aber nur nicht viel. Jetzt? Nur mit Sternchen. Alter. Was, die fragt mich gerade wieder, warum habe ich mir das angetan mit den beiden Vollidioten? Oh, nö. Das frage ich mich auch. Das hätte so einfach sein können. Aber nee. Ja. Alter, was ist denn hier für ein Nebel drin? Weiß ich doch nicht. Brennt hier irgendwo? Holt die Feuerwehr, rauchen, Junge. Holt die Feuerwehr, hier brennt's. Hier brennt Alter. Es. Alter, weißt du, wie neblig das hier drin ist? Ja, mach die Augen zu, das ist dunkel. Junge. Plötzlicher Wintereinbruch oder was? Winter's coming, oder wie? Alles gut, let geht das immer für los. Let it snow, no. Habt ihr den neuen Game of Thrones Trailer schon gesehen? Nope. Nein, ich gucke auch kein Game of Thrones, tut mir leid. Das hat sich gerade angehört wie die Klerikerbeste. Wie Nazgul, Alter. Ja, ja, wie die Fellbestie, Alter. Ja, Mann, genau das. Hat ich gerade gesagt, dass du kein Game of Thrones? Ich guck kein Game of Thrones, ja. Hast du echt gar keine Staffel nichts gesehen? Nö, noch nicht. Okay. Alter. Disconnect jetzt. Disconnecte bitte jetzt. Mach's gut, Basti. Nein. Ich weiß nicht. Es haben auch ganz, ganz viele Leute, die ich kenne, Breaking Bad geguckt und ich kenn's nicht. Aha, siehste. Raus. Eier! Eier? Was hat das mit Eiern? Was für Eier? Alter! Achso. Was hat das mit Eiern zu tun? Nee, Colli, du musst mal deine Möhren ernten, die sind alle schon erntereif. Oder soll ich das jetzt mal machen? Du kannst auch mal was machen. Wie? Ich baue die ganze Zeit, Junge. Du bist ja quasi. Das haben wir nämlich bei der letzten Aufnahme festgestellt. Irgendwie wollten die ganze Zeit bauen und dann war Basti nicht dauernd farm, aber nichts ist da. Was hat er die ganze Zeit gemacht, dass ich sterben bin? Ja, dann stirb nicht. Stirb nicht. Ja, wollte ich gerade sagen. Arschloch. Ach ja. Du Arschloch. Aber er dachte, da bin ich die Grammatik-Nazis los und nee, hier sind sie schon wieder. Es reicht schon, wenn ich mir das hier dauernd anhören muss. Einfach so. So. Okay. Überall ich bin so gut wie fertig hier. Und da ich ja mal netter wollte, würde ich sagen, vielen Dank erstmal hier fürs Zuschauen. Ist schon soweit. Ja, es ist schon soweit.
Oh, ist es wirklich schon so spät? Sorry. Genau. Wir müssen das einfach mal ein bisschen ausreizen. Mal gucken, wann YouTube kommt und uns strikt. ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Tschüss, Gaske.